um mich dann, eben hier abzulegen. Das Ende von Black Sally. Ausdruck aus einer beliebten Geschichte über Verbrechen, Wagemut und von Jules Robin und der Stadtwache. Aha. Interessant. Interessant. Oh, mit Blitzminen wäre eine Möglichkeit. Ich wusste doch, dass es hier noch... Na gut. Dann will ich mal nicht so sein. Wo ist denn da ist der Aufseher? Da kann ich es ja genauso machen wie bei dem anderen Heini. Da hatte ich mich ja auch hier versteckt. Was macht der Aufseher denn da? Was soll's? Brief mit Siegesbotschaft. Aufseher Pike, ich habe das Handelsgebäude unter Kontrolle gebracht. Die zweiteilige Hauptquartier befindet sich in einem Gebäude in der Nähe. Meine Meldung befasst sich gerade mit etlichen Gefangenen, was sehr informativ sein dürfte. Unser Sieg ist vollkommen. Wir haben den Gegner überrascht. Die Pläne für einen großen koordinierten Angriff waren offensichtlich nicht nötig. Ich bin sicher, dass Daud bald auftauchen wird und wir ihn dann in unsere Gewalt bringen werden. Schön. Oder auch nicht schön. Was haben wir denn hier? Kaiserlicher Schutzherr. Ich glaube, das kennen wir schon aus der Hauptstory. Ups, der Leuchtturm. Die Handelskammer von Ratchaw. Und kaiserliches Jasmin... Ach, Kaiserin Jasmin Caldwin. Die mit ihrem Namen, dass sie immer anders aussprechen müssen. Gut, dann... Dauds Tagebuch. Was sogar aus Dauds persönlichem Tagebuch? Das ist mein eigenes Tagebuch. Wieso haben die das? Dann noch ein... Billy Lurk. Ach, das ist mein Helfer-Assassine. Nun gut. Dauds Tagebuch im Allgemeinen. Sehr interessant. Hier sind noch die verschiedenen getöteten oder nicht getöteten Leute. Würgestaub. Damit hätte ich sie also beschäftigen können, sollen, wollen, wie auch immer. So, die sind zwar eh beschäftigt, aber sollte ich mich doch eher um die Jungs hier kümmern. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich es gedacht habe. Schönerweise genauso, wie ich es gedacht habe. Wenn der jetzt noch... genauso stehen bleibt. Dann ist er auch noch dran. Schöne Sache. So einfach kann es gehen, wenn man kurz entschlossen handelt. So, die Ratten tun mir nichts. Da lag doch das letzte Mal schon was. Verstärkte Bolzen. Das klingt interessant. Aha. Da nehme ich doch lieber die Mana-Regeneration. Das hilft mir weitaus mehr. Gut. Oder auch nicht. Ich muss mich um einen weiteren Gefangenen kümmern. Zum letzten Mal. Wo ist Daud? Ich würde mal sagen, die haben keine Ahnung, oder? Du blickst dem Tod schon ins Auge. Glaubst du das wirklich? Rede oder
Das Problem ist jetzt einfach, dass ich den Aufseher zum Beispiel nicht unbedingt, also den Sag mir, wo er sich Kerl versteht. Mit seinem Scheißinstrument. Nimm das! Fuck. Ja! Ach nee, geht ja gar nicht. Außerdem verliere ich gerade enorm viel Leben. Wie wär's, wenn ich den mit einem Bolzen erlebe? Kein einziger Bolzen hat überlebt. Und den muss ich theoretisch eh irgendwie umbringen. Verdammt, wo ist der hin? Hi. Nicht so schön. Ich schaffe es. Ich erwarte Ihr Signal. Gut. Signal für Rache. Frei noch zwei. Noch zwei Assassinen. Nun gut. Wenn es denn so sein soll, werde ich auch noch zwei andere Freunde befreien. Stimmt, ich hätte die Nebelgranate, die Reizgasgranate nehmen können. Das ist auch eine gute Möglichkeit, Feinde unschädlich zu machen. Hätte ich es mal gemacht. So, der eine ist da weit hinten. So, und ich sollte jetzt erstmal gucken. Der Hall ist da. Meine Schritte mit Stufe 2 Schleichschuhen. Oh. Sollten generell erstmal nicht so auffallen. Dafür fällt es dann aber auf, wenn ich irgendwo Mist. Ganz offen. Ich brauche mehr Männer. Was zum? Ach du Scheiße. Puh, das hat mich jetzt mal überrascht. Okay, okay. Wow. Das war eigentlich nicht so geplant. Ich hoffe mal, dass das der befreite Assassine ist. Hm. Ja, genau. Das ist der befreite Assassine. Das kann ich noch brauchen. So, schön. Dann den ganzen Weg noch einmal. Allerdings mit einer kleinen Veränderung. Ich lade mich erstmal voll auf. So. Du hast mir gerade in die Suppe gespuckt. Da du gerade keinen Kollegen mehr hast, ist das nicht sonderlich schwer. Da unten treiben sich noch zwei rum, aber um die kann ich mich später kümmern. Da ist noch einer. Okay. Den hätte ich beinahe noch übersehen. Schönerweise macht er sich in die andere Richtung auf, was bedeuten würde, dass ich den ganz einfach betäuben kann. Das war's. Problematisch, nur da hinten rennt einer rum. So, du kommst jetzt mal schön hier hin. Herrenloses Tagebuch. Sehr interessant. Ein Tagebuch, was keinen interessiert. Da hinten steht noch einer.
schön. Hätten wir das auch soweit erstmal bereinigt. Oh, da kommt noch einer die Treppe. Oh, da kommt noch einer die Treppe hoch. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut, aber auch den kann man noch betäuben. Und seinem Kollegen packen. Das ist halt die Frage, was wir mit dem Kerl machen. Oder mit denen. Aber ich habe schon eine Idee, wenn der jetzt nicht hier hochkommt. Sollte der da hinten kein Problem sein. Mit seinem Leierkasten. Okay. Schnell. Los. Hier scheint es sicher zu sein. Ach, das ist... Das ist das Haus. Ist ja cool. Deswegen auch die Kette, die man da so schön sieht. Oh, da oben steht er. Das ist die Frage. Wohin wendet er sich? Geht er hoch? Er geht. Moment. Er guckt da runter. Okay, das kriege ich hin. Hey. Den habe ich. Und damit haben wir auch die vermutlich letzte Wache, sagen wir es besser so, vermutlich letzte Wache getötet oder betäubt, die den Gefangenen hier bewacht. Allerdings kann man sich da ja nie so sicher sein, deswegen immer noch mal kontrollieren, Gegenstände finden, weitersuchen und vorsichtig irgendwo in die Tiefe fallen. Meine Hände sind gefesselt. Binden Sie mich los. Ich schaffe es. Ich habe Ihr Signal. Noch einen deiner gefangenen Assassinen. Und was machen wir dann? Wahrscheinlich zum Gegenangriff ausholen. Jetzt können wir noch... Das war enorm unvorsichtig und der war enorm... wirklich... unverschämt unaufmerksam. Tut mir jetzt leid, aber... Normalerweise geht sowas überhaupt nicht. Der hat es verdient gehabt zu sterben. Nur um das mal kurz so anzustoßen. Das hätte er durchaus verdient. Moment, ich habe eine Stimme gehört. Ich glaube, das kommt alles von hier hinten. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich auch alle Artefakte und so weiter. Puh. Okay, die machen jetzt großen Tamtam draus. Als ob sie wüssten, dass ich komme. Aber natürlich... Aber auch ich meine Chance. Bericht zum Pumpsystem. Ja, Pumpsystem.